die Show bei der Berliner Fashion Week. Hier tanzen Model Rebecca Mir und Massimo Sinato ihren ersten Auftritt als frischgebackenes Ehepaar. Und welcher Tanz eignet sich da besser als ein heißblütiger Tango? Rebecca Mir und Riani arbeiten schon länger zusammen. Da liegt es nahe, dass die 23-Jährige vor knapp 2 Wochen auch in einer weißen Spitzenrobe des Labels ja sagte. Doch was passiert eigentlich nach der Hochzeit mit solch einem Kleid? Gute Frage. Wird es eingefärbt, kürzer gemacht, dass du es noch auf dem Kleid fühlst? Schade. Ich habe mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Stimmt eigentlich. Privat und beruflich schwimmt Rebecca derzeit auf einer echten Erfolgswelle. Neben einem tollen Ehemann ist sie ein gefragtes Model und steht regelmäßig als Moderatorin vor der Kamera. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Kind, oder? Was ihr alles für Fragen habt. Ja, aber es ist noch nichts in Planung. Also wir haben da noch was Zeit. Bis dahin geht ihr Tanz zu zweit erst einmal weiter.